fast jede schmale Gasse. Die sehen so ein bisschen komisch aus, die Leute. Aber das ist das Haus von Hagar. Nee. Das sieht eher aus wie das Haus von Triss. Aber egal. Der hackfleischhassende Zahaka. Ein kleinen Moment, Hexer. Der Akro-Zwerg. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso das sieht aus, als würde der die Knie angreifen. Dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da. Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich habe Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Wow. Na, was macht er? Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Okay, dann bricht er ich den doch nicht. Ich hab dich nicht verraten. Nie. Wow. Nein, nein, ich weiß nichts. Die Zwerge sind ja da wegen ganz schön aggro, ey. Wieso haben denn die überhaupt so, so die komischen Ketten um den Hals? Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Naja, geht schon. So ein bisschen. Hurensohn darf nicht sterben. Nee. Hurensohn darf nicht sterben, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Meine Jungs sind heißblütig und so gefallen sie mir. Wenn du sie bremsen willst, viel Glück. Gut, dann helfen wir mal dem Guten. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Oh, aber wo ist Gildorf jetzt? Finde ihn. Wo ist jetzt Gildorf? Trifft die Zwerge von Hacker vor dem Casino. Hey du, hast du Stunden voll? Gildorf. Ach, da vorne sind mehrere. Na, dann müssen wir halt mit dem Pferd. Nun, nee. Mit dem Pferd sind wir nicht so schnell wie zu Fuß. Zumindest in der Stadt nicht. Gib mal rein. Dann nehmen wir lieber mal das hier mit rein. So. Und wir rennen und rennen und springen und rennen und springen und rennen und springen und rennen und springen und rennen und rennen weiter. Jedes Mal, wenn ich so jemanden mit einer Kapuze und so einem Mantel sehe, den man gerade nicht mehr sieht, denke ich an Herr der Ringe und die Tatsache, dass da bei Nacht und Nebel jemand kam. Wow, der Mann von Hurensohn. Dann machen wir die doch. Ach nee, warte mal, machen wir es mal so. Wobei, wir machen es mal ganz anders. So. Jetzt werden die einfach mal weggesappt hier. Na, eine Krone. Schade. Jetzt weiß ich, warum die mich immer angreifen wollten. Ach, und hier ist dieses schiefe Haus. Na gut. Nämlich so keine Ahnung von der Umgebung hier. Und hier ist noch ein Händler. Nice. Was seid ihr denn? Auf ein Zeichen gehen wir rein. Höchste Zeit, dass wir Hurensohn machen. Okay. Ja, wir gehen auf dein Zeichen. Sehr schön. Okay, dann gehen wir. Dann mal los. Schwer hier Arbeit zu finden. In der Mühle ist wie im Krieg. Man weiß Scheiße, wohin gehen denn die jetzt? Besiege Hurensohns Schergen, ja? Wow, die gehen dahin. Fuck, jetzt habe ich ein Slowfeld gemacht. Ich krieg die Krise. Egal, wir machen das so. Leute, ihr schafft das schon. Seht das hier unten? Nee, das ist weit entfernt. So, da kommt das Ding hin. Und gesappt haben wir. Nee, das ist jetzt nicht das. Nein. Ich will das, was er dabei hat. Ah, einen Apfel. Apfel ohne Eis. Oh, das sind mir ein bisschen zu viele. Ja, ist klar. Ich komme hier rein und bin nicht im Kampfmodus. Das ist ja mal viel. Ach ne, wieso denn nicht? Wieso denn die Händler? Die haben doch gar nichts gemacht. Man kann doch auch mit den Leuten reden, ne? Die armen Händler. Ich versuche immer welche zu finden, bei denen man verkaufen kann, aber nö. Die wollen ja nicht. Warte mal. Nein, oh, rollen! Mensch! Ha, knapper Spaß. Wow, jetzt.
Sehr schön. Na, ach, wir machen das, was schneller funktioniert. Wobei? Nö. Alles mitnehmen, bitte. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Die ganzen Hemden brauchen wir zwar nicht, aber trotzdem. Alles mitnehmen. Oh! Dieses Deck, was hier unten auf dem Boden liegt. Schade, dass man das nicht aufnehmen kann. Dieses gute Kartendeck. Das ist nämlich wirklich sehr interessant. Vielleicht hätte man dann ein bisschen besser Quint spielen können. Mit einem dementsprechenden Quint-Deck. Und sind wir noch Truhen drunter? Ne, nur ein paar Säcke. Die Säcke, die können nicht. Okay, haben wir hier was gefunden? Nö. Nette Klingen hast du da. Ja, ja, ja. Benutze ich aber selten. Die Klingen sind nur zum Spaß. Du verfluchter Bast. Wow, wow, wow. Fuck. Stimmt, ich habe das ja verbessert. Habe ich ja ganz vergessen. So. Brenn euch alle nieder, ihr Schweine hier. Das ist so ein geiler Spruch. Einfach anmachen, um die Kurve rum und alles niederbrennen. Das ist schon geil. Moment, eigentlich geht das ja genau schnell und dann auch ein bisschen. Und man kann sogar sich dabei bewegen. Das ist geil. Alles niederfackeln hier. Das sieht danach aus, ey. Das ist schon cool. Muss man sagen, das ist nice. Dich haben sie ja halb totgeschlagen. Hey, hörst du mich? Was ist denn mit dem Pico, Mann? Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Jetzt ist alles gut. Alles ist sehr verkohlt. Wer bist du? Lass uns zuerst reden. Okay. Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Na dann. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bedlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Na. Was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redanian zusammen. Ich weiß nichts genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Na, schönes Ding. Okay, bleib noch hier. Ich glaub dir kein Wort. Ich hab dir alles gesagt, ich schwör's. Du wirst noch etwas länger bleiben müssen. Nein, bitte. Überleg's dir nochmal. Es ist noch nicht zu spät, hörst du? Kann ich den irgendwie noch befreien? Weißt du dran, dass Junior eine Abmachung mit den Redanian getroffen hat? So, vielleicht können wir den dann noch irgendwann befreien. Aber Dijkstra, eine Abmachung mit den Redaniern, ja, aber der hat bestimmt irgendwann auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit alles aus dem Untergrund zu machen. Hast du deine Meinung geändert? So, na gut, lauf. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Na, Bedlam wird mal erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Yeah, nice. Ehre unter Dieben, ja klar. Ehre unter Dieben. Diebe unter Ehren. Kam auch vor kurzem erst wieder hier. Nee, nicht im Namen der Rose. Im Namen der Rose ist was anderes. Aber ähnliche Schauspieler. Wie ist denn der Sean Connery, Mensch? Wie ging es um das mit den Dieben? Und der beste Teil war, als die das so ein Bild gestohlen hat und das an der Poststelle versenkt hat. Und der ist dann einfach zu der Poststelle gegangen und fertig. Na okay, den reden kann ich jetzt frei irgendwie und stark sprießen. Frei und stark sprießen. Das ist doch mal schön. Möge dein Bart frei und stark sprießen. Alle Straßen führen nach Mahaka. So, das Buch haben wir. So. Finde das Versteck von Hurensohn. Suche die Arena. Naja. Wie viele Verstecke gibt es denn noch? 3. Ah, die gehen wir als nächstes da hoch. Wie sieht es mit dem Inventar aus? Ach du Scheiße, 127. Wir müssen unbedingt was finden zum Verkaufen. Oh, bitte, 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 eine Hexerin. Nee, das bist du nicht. Oh, komm, Tür, geh auf. Los, beweg dich. Zum Glück gehen die Dinger immer in zwei Richtungen auf. Nein, Scheiße. Was ist denn das für einer? Mann von Hurensohn. Nein. Nicht alle Mann von Hurensohns greifen einen an.
Manche lassen das auch. Das ist toll. Oh, da geht's also rein. Aber das ist der Haar- und Dingsschneider. Hat der vielleicht neue Frisuren wieder? Nö. Dann bist du fündig geworden. Kannst du mir die Haare schneiden? So, was kann er denn machen? Ich hätte gerne eine neue Frisur. Seiten rasiert, oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Moment. Oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Das kennen wir bestimmt, den elfischen Rebellenschnitt. Aber das ist alles hell. Okay, nee, ich hab's mir überlegt. Gut, also was anderes Neues gab's leider nicht. Das kam dann irgendwann nochmal mit dazu, aber na, an sich macht mir ja nicht sehr viel. Dieser Used-Look sieht so ziemlich am besten aus. Ich muss trotzdem. Moment, im Süden waren hier irgendwo Händler. Ich habe keine Lust. Mit einem vollen Inventar dahin durchzugehen. Moment, der hat leider kein Geld gehabt. Aber hier vorne ist doch bestimmt was. Da könnte man reingehen. Genau. Mist, der hat glaube ich auch nichts. An den kann man nie was verkaufen. Kreditheil. Na gut. Suchen wir mal weiter gen Norden. Dass sie eigentlich einfach so angreifen und überrumpeln. Wie? Was ist denn los? Geht. Wow, hat hier gerade jemand gekämpft? Meine Güte, was ist denn gerade passiert? Der Herr Brügel. So, Türsteher. Hallo. Dann reden wir mal mit dir. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Ja, hört mich an. Ihr wollt mich reinlassen. Ich hole eine Chance in der Arena. Der Jedi-Dreh. Wer hat das Sagen? Igor. Man nennt ihn Haken. Gehe ich jetzt da rein, oder? Was zum Teufel war das? Ein plötzlicher Anfall von Ehrlichkeit. Und dann lassen die einen trotzdem durch. Ja, ist ja mal genial. So, Union, Nebenquest. Ehre unter Dieben, genau. Hol dir die Belohnung ab. Wo muss ich denn da jetzt hin? Am Arsch der Welt wieder. Ja, geil, der Spaß. Na, dann gehen wir mal wieder zurück. 300 sonst was Meter, Moment. Komm, Plätze, hier. Yeah. Vielleicht kriegen wir es hier zu Pferde ein bisschen schneller hin. Das ist sowas von nicht schnell. Man kann hier nicht galoppieren. 390. Nee, wir machen es jetzt mal so. 80, 70, 60. Da ist man wirklich zu Fuß genauso schnell wie mit dem Pferd. Man hätte das denn nicht gedacht. Aber zu Pferd ist es eben... bisschen unsauberbar. Ja, hoi, was macht der denn hier? Geralt von Riva? Hexer? Weißer Wolf nennen sie dich? Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Nur über meine... Mach ich, wenn ich eine Bescheinigung bekomme. Nur über meine Leiche. Oder das? Das ist ein Missverständnis. Also gut, nehmt sie. Nein! Aber ich brauche eine Bescheinigung. Ich will nichts verlieren. Ich stelle dir sofort einen Wisch aus. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Das Sterbesakrament! Ja, hoffentlich hat er meine Waffen nicht geklaut. Jetzt hat er wirklich die Waffen geklaut. Verdammt! Aua! Das ist ein Arsch. Meine Waffen. Ich flambiere euch, ihr Schweine. Erst klaut ihr mir die Waffen, dann greift ihr mich an. Ey, ich glaub's auch. So, was ist das? Und nochmal, was so schön war. Mein Gott. Ich will meine Waffen wieder. Na, da sind sie doch auch schon. Das ging schnell. Irgendwas stinkt hier. Ja, was war denn das? Hier wurde jemand verkohlt.
Aber eindeutig. Also, habe ich Benji? Nee. Nichts ist besser als dieses fehlende Langschwert. Nee, doch nicht. Greifen Langschwert. Ja, es ist immerhin aus Stahl. Ja, ich nehme das Grüne hier mit rein. Da kommt man nicht so schön durch, nicht so schnell. Leider habe ich noch kein Greifen Silberschwert. Oder das Greifen Silberschwert ist schlecht. Ich habe das nicht aus Versehen verkauft, oder? Nee, das kann nicht sein. Grüne Items verkaufe ich hier nicht. Was steht denn hier? Eine Urkunde. Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Besitzer dieses Dokument berechtigt ist, unter dem Namen Zdenek im Ring zu kämpfen. Okay. Einnahmen und Ausgaben. Spielsalon, laufender Monat, Ausgaben, so viel Kronen, Schuldner und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht. Schuldnerliste, Albert, Gewinn, Holz, den Kurs und so weiter und so fort. Brauchen wir auch nicht. Nächstes. Aktualisiert, finde Junior. Nee, Junior finden wollen wir jetzt nicht. Ehre unter Dieben. Das ist jetzt immer noch diese Quest, die wir machen wollen. Und deswegen hier, wir hier lang gerannt sind wie ein Irrer. Oui. Kein Brot, kein Geld. Oh, hier, endlich. Ein Händler. Ja. Komm los, ja, hier ist keiner. Selber Text wie jedes Mal. Gib mir jetzt gute Preise. Der hat keine guten Preise. Das sind eher Kackpreise. Und haben wir es für 8? Nö. Es ist sogar besser als das, was ich angelegt habe, aber es ist grau, ey, es ist herrlich. Na, shit, ich kann es nicht verkaufen, weil der kein Gold hat, aber ich muss ihn einfach nur loswerden wollen. Ah, scheiße. Bis dann. Zu viel Müll, das ich mit mir rumschleppe. 170, geht ja mal noch. Entweder war es vorher irgendwas mit 20 oder 12. Hm. Wir rennen durch Novigrad und schauen uns das gut an. Das ist so eine tolle Gegend, in der man chillen kann. Yeah. Wo gehe ich denn hier jetzt lang? Winkelgasse oder wie? Oh mein Gott! Kommt ran auf den Meter, dann mache ich euch fertig. So, und wir warten und warten und warten. So, nun ist aber gut. Okay. Das ging schnell. Und war sehr überraschend. Was machen denn die hier? Oh, ist das ein Eingang? Ein benutzbarer Eingang auch noch? Ich glaube es nicht. Was bist du denn für einmal? Ein armer Städter. Naja. Dem lassen wir mal sein Haus. Hm. Wo oder wie kommt man denn da hin? Hey, oder. Ah, probieren wir es doch mal. Von hier vor. Ich laufe hier nach links, ich laufe hier nach rechts. Und wieso steht die denn hier die ganze Zeit? Ne? Miau, ja, what the fuck? Also, das ist der falsche Gang, habe ich das Gefühl. Oder geht's hier unten lang? Nö. Hier kann man hochklettern, aber. Nee, kann man nicht. Okay, kann man doch nicht hochklettern. Doch. Vielleicht schon. Na, klappt so nicht. Mist. Dann müssen wir einmal hier rundrum gehen. Beziehungsweise. Ja, gehen wir einfach mal hier rundrum und hoffen, dass wir den Eingang wiederfinden. Was soll ich denn jetzt machen? Er müsste. Nee, hier ist er nicht. Aber hier ist wieder so ein Händler. Das sieht doch noch so aus. Aufmachen! Wieso kann man. Wieso muss man da jetzt mal klappen? Ist was schön authentisch, aber. Kann man mit dem reden? Aber hier. Kann man bitte einmal mit dem Kaufmann reden. So, Quint, haben wir mit dem schon gespielt? Was hast du? Ja, komm, hab Gold dabei. Geht so. 100 Kapazität. Orif. Nee, Ophirischer Sattel. Ich habe leider den tollen Sirikan. What the fuck? Der hat einen Wert von 0. Das ist ja schön. Den kann ich. Nee, den Ophirischen Sattel, den habe ich anscheinend angelegt. Okay. Gut, das. Klettert natürlich einiges. Das Hemd kann weg, das Hemd kann weg, das Hemd kann auch weg.
Das beides kommt auch weg und die beiden. Dieses Schwert, das Schwert und das Schwert und. Nee, das ist ja besser, das bleibt. Die Banshee sieht ganz gut aus, aber. Wow, kostet ganz schön. Ja, was könnte ich denn mal hier an den Mann bringen? Die weißen Wolfsfälle, die sammle ich ja. Das Ziegenfell, das kann eigentlich weg. Genauso wie die Rehhaut und die Wolfsfälle. Schweinehaut kann ich auch weg. Na, ja, kommt schon, drei. Das sehr viele Fälle, echt sehr viele Fälle. Bist aber da. Wir wiegen nicht mehr so viel. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Und wir haben einen Händler in der Nähe unseres nächsten Questpunktes gefunden. So, mein Gutster. Dann reden wir mal mit dem Bedlock-König. Ja. Du arbeitest mit Magiern? Arbeitest du oft mit Magiern? Na, du bist aber neugierig. Suchst du vielleicht selbst nach Arbeit? Nein, ich kenne sie eben. Die sind sonst nicht so scharf darauf, sich die Hände schmutzig zu machen. Dann kennst du sie eben nicht. Ein gehetzter, hungriger Magier ist so verzweifelt, wie es jeder wäre. Und nicht zimperlich, wenn es um Arbeit geht. Novigrad ist eine Stadt der Möglichkeiten. Chancen, die genutzt werden wollen. Du solltest auch eine ergreifen. Naja, muss jetzt nicht zwingend sein. Ich habe einen deiner Männer gerettet. Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Ja, war das jetzt viel oder wenig? 5 Erfahrungspunkte. Ja, was ist los? Erlitrat. Wieder was zum Verkaufen. Was will ich denn damit? Rüstung der Krieger Freya. Das brauche ich auch nicht. Ehre unter Dieben aktualisiert. Moment, das muss ich aber trotzdem noch, dieses Ding fertig. Ne, das ist immer noch Skellige. Wieso kommt da immer Skellige? Ich will nicht nach Skellige. Das ist blöd. Ich will nicht nach Skellige. Ich will dahin. Und ich muss die Zwerge treffen. Alle. Keine Ahnung, wie viele das jetzt sind. Das sind aber schon ein paar. Oh Gott, da oben. 350 Meter wieder hinlauf. Der Wind heult. Aber eigentlich sind 350 Meter gar nicht so viel. Also nie im Leben 350 Meter hier. Entweder sind die Häuser viel zu klein. Oder 350 Meter sind wirklich so viel. Aber na gut, es ist ja Luftlinie und wir laufen ja im Querfeld ein. 350 Meter. Alles in Ordnung? Ist gleich wie der Tod. Meine Güte. Irgendwas ist mit den Metern hier. So ein Meter vergeht ja. Zack, 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 zack. Es ging ja auch manchmal 2 fast schon runter. Aber wir haben ja keine Meterschrittlänge, die ist vielleicht. Obwohl, der Hexer ist ja ziemlich groß. Ewiges Feuer. Und da ist mein Pferd und steht und isst und macht und kackt. Wie es eben ein Pferd so macht. Oder war das hier das Haus von Triss? Nö. Geht sie mal durch? Ah, die Stadt nur verlassen könnte. Also, nächstes Ding. Hacker hat euch geschickt. Genau. Auf dein Wort. Okay, dann gehen wir mal rein. Gehen wir. Haben nicht ewig Zeit. Ihr habt ihn gehört. Wir gehen rein. Ja, wohin gehen wir denn jetzt rein? Geh niemals alleine in die Scherben. Nimm immer eine Waffe. Wow. Na gut, das hätte ich natürlich auch alleine machen können. So. Die Ärmsten hatte ich doch gerade so schön gestochen. Nee, da will ich doch nicht hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier? Langweilig. Antwort nur und so. Da ist ein Haus. Okay, was ist denn in dem Haus? Oh. Wow, was ist denn das? Oh, das ist unterhalb. Oh Gott, das ist unterhalb. Es ist unterhalb. Oh, scheiße. Oh Gott, wir müssen hier runter. Ich
Finde das Versteck. Ja, das Versteck haben wir gefunden. Oh, du mit deinem blöden Schild hier. Kannst du das sonst wohin stecken? Na komm hier, Junge. Ja, jetzt hilft dir dein Schild nicht mehr. Aber ich brauche unbedingt mehr Feuerschaden. Ne? Wow, und ich kann es leider auch nur machen, wenn ich volle Ausdauer habe. Ich sollte dieses Loch durchsuchen. Ne, 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 ne. Ah, nehmen wir auch noch mit. Ein paar Öle. Nehmen wir. Und den noch, genau. Sonst noch Sachen zu mitnehmen. Nein. Ah, Scheiße. Finde Junior. Nachverfolgen. Hier. Sprich mit Dixer über Hohensohns Verbindung zu den Redaniern. Töte Hohensohns Schergen. Hohensohns Schergen. Finde das Versteck von Hohensohn Junior. Das hier oben. Naja. Das sind wir doch richtig. Wow, 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 wow. Das geht so nah ran, wenn man es lange benutzt. Das ist schlimm. Hoppala. Irgendwann wird dieses Schild doch mal brennen. Einer der besten Zauber überhaupt. Wow, what the fuck. Leute, ihr kriegt gleich was mit dem Stahlschwert. So muss das doch. Hoppa. Das war nicht der schöne Flammenwerferspruch. Aber es ist ein schöner Spruch. Einer der besten. Ach, nee, herrlich. Hätte natürlich auch gegeneinander kämpfen lassen können. Das wäre auch eine Idee, aber... So barbarisch sind wir jetzt auch nicht. Na, wo gehen wir jetzt hin? Da lang. Was ist denn jetzt los? Schon wieder ein Mann von Hurensohn. Ja, komm. Geht die Tür jetzt mal auf. So Leute, ihr wollt was? Ihr kriegt was. Lebendige Fackel. Hat hier noch jemand eine Armbrust dabei oder so? Kann ich sieht man dann auch so schön hier. So, opa. Nein. Ich muss mit der Wache ein bisschen gucken. Ja, jetzt ist das Schild schön warm geworden. Schön feurig, hey. Das ist echt so ein geiler Spruch, um Schilder zu durchbrechen. Oh, Igor. Oh, nee. Mit dem hätte ich auch gerne noch geredet. Oh, fuck. Oh, ey, ein Hund. Ein fucking Hund. Was macht denn ein Hund hier? Jetzt brenne. Mein Gott. So, jetzt noch den Mann von Hurensohn da hinten. So, jetzt aber. Igors Schlüssel. Ach Mensch. Ich hätte schon noch irgendwie... Ja. Das rausgefunden. Und das ohne dieses... Ja, Schlagen gemacht. Ich bin hier immerhin reingekommen. Mit einem, ja, mit ein paar netten Worten. Ah, und hier ist anscheinend dieser Kampfring. Naja. Ah, da ist also noch was. Was ist denn das? Nachricht von Igor. Ist noch mehr. Hoppala. Okay, und zwar, was haben wir denn in der Nachricht? Oh Gott, haufenweise Sachen. Die sind alle weg. Da steht drin, da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch ohne den leisesten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld ist in der Kiste unter Verschluss und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort nachgesucht. Geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt. Dreh dich, sodass du mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du Augen im Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Ich betone noch einmal, dass Hurensohn Juniors Kronen nicht angerührt wurden und kein einziger Körper fehlt. Ich wette in meinen Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden. So, also dieses aggressive Vorgehen, was wir hier mit diesen Zwergen jedes Mal machen, ist echt schlimm. Ist zwar schön und gut und funktioniert auch wunderbar, aber Mensch, du. Zu viele Tote. Wirklich, zu viele.
Einfach zu viele. Man muss es ja nicht übertreiben. Wir sind ja ein Monster-Schlechter und kein, keine Ahnung, Kammerjäger. Ja, dann suchen wir mal wieder nach irgendwelchen Teilen. Mit dem Ding wird er denken und einem Doom drum. Mischt. Jetzt hier lang? Nee. Kann nicht aufmachen. Auch nicht aufmachen. Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Ja, und hier werden also diese Körper drin sein. Wow. Alles Schafsfell und so weiter und so fort. Ein paar Flaschen und Rüstung, Pferde und das nehmen wir auch noch mit. Jetzt aber das Geld. Mysteriöse Brief und 30 Kronen. Nur 30! Ja, mein Gott. In dem bisschen. So, mysteriöse Brief. Was steht denn da Feines drin? Anurensohn Junior, König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen. Doch sie sind noch immer am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier das bewerkstelligen, woran du so kläglich gescheitert bist. Ja, toll.